Beziehungsweise der Typ da vorne wird jetzt sowieso woanders hinlaufen, der wird jetzt nach rechts gleich gehen. Da läuft er schon. Und währenddessen. Hui. Jetzt müssen wir warten, bis er sich bequemt, wieder zurückzukommen. Dass wir ihn auch schön stealthen können. Das Gute an diesem Spiel ist nämlich, dass die alle ziemlich unterbelichtet sind und meine Schritte nicht hören. Die haben alle irgendwie Oropax gekauft oder sowas, weil die Maschinen hier so laut sind. Ne, kann man auch verstehen. So. Der Typ hat sich bequemt, hierher zu kommen. Das bedeutet, wir hauen dem volles Pfund aufs Maul. So, Kontrollpunkt ist erreicht, das finde ich super. Da stehen wieder zwei Typen. Ja. Normalerweise mache ich das ein bisschen anders. Aber der Typ da hinten hat das jetzt bemerkt, das war jetzt uncool. Hm, ja, was machen wir denn jetzt? Ach, ich habe eine Idee, wir gehen einfach vorwärts. Weil der Typ offenbar zu dumm ist, hierher zu kommen. Oh. Wer jetzt? Wer jetzt? Ach, da! Also super. So, hier hast du Deckung. So, dann gehen wir mal zu unserem Rüdiger hier noch, der sich da hinten versteckt. Und der da auch. Voll ins Gesicht. So, wieso gehen wir hier hinter? Wir müssen die Weichen stellen. Die Weichen sind gestellt. Wir können mit Vollkaracho jetzt mit diesem Zug, der hier schon ganz sehnsüchtig auf uns wartet, losfahren. So, jetzt wissen die natürlich alle, dass ich hier bin, weil ich hier das Knöpfchen gedrückt habe. Das heißt, die sind alle auf dem Weg. Da kommt schon der schöne Aufzug angefahren, den ich jetzt einfach mal ein bisschen verschnellern werde. Hallo. Die Typen haben auf jeden Fall das falsche Stockwerk erwischt. Und ich weiß echt nicht, ob es so klug ist, sich hinter einem ganzen Lager von explosiven Fässern zu verstecken. Aber naja. Hallo. Hey, da ist einer gerade verschwunden. Ich hab's genau gesehen. So, alles überhaupt kein Stress. Holen wir uns die nächsten. Das war der. Das war der nicht, okay. Da müssen wir nochmal ein bisschen selber ran. Persönlich. Hallo. Hallo. Und das war's auch schon. Problem beseitigt und wir können mit dem Zug fahren. Ist ja super. Läuft wie geschmiert. Zack. Ziel erfüllt, fahren sie mit dem Zug durch die Schranke. So, jetzt kommt so eine langweilige Animation. Die ist total lahm und blöd. Man kann sie aber leider nicht überspringen. Man kann nur Pause drücken. Bla 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 bla. Und wir sind angekommen. Hm. Wo sind wir denn jetzt? Kein Spaß, wo sind wir denn? Ah, jetzt weiß ich es wieder, okay. Tanner, ich bin in den Katakomben. Ich bin in den Katakomben. Können Sie mich in das Signal von Tedworth einklinken? Wir haben es. Die Position von Tedworth erscheint auf Ihrem Telefon. Danke. Das sollte Sie zu ihm führen. Oh, er sagt nicht mal danke, wie undankbar. Gut. Was ist das hier für ein Riesending? Das ist keine Raumkapsel der NASA. Das ist auch keine Genforschungsscheiße. Nein, das ist tatsächlich ein Tunnelbohrer. Boro, natürlich. Das ist übrigens die spanische Form von Tunnelbohrer, ein Tunnelbohrer. Das ist ein Tunnelbohrer. Der wird gleich hier ein bisschen nachbohren und uns mal auf den Zahn fühlen, wahlweise auch auf den Sack gehen, aber da müsst ihr euch selber entscheiden. Mir geht er immer ziemlich auf den Sack, vor allem weil er hier so die Lichter anmacht, ganz richtig doof und unvermittelt. Und dem müssen wir jetzt entkommen, so. Und weil wir James Bond sind, sind wir schneller als so ein Tunnelbohrer. Zack! Geil! Hey! Sieht aber schon ziemlich cool aus, muss man sagen. Also die Grafik kann sich sehen lassen, falsche Richtung. Schade. So, mach mal ein bisschen hinne, Alter. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hallo, mach doch mal hinne. Da ist ein Bohrer hinter dir, falls du es nicht gemerkt hast. So, lass dich fallen. Nicht einfach blöd rumhängen, fallen lassen und springen. Komisch verbuggt und schräg. Naja, gut. So. Ist übrigens ziemlich schade, dass dieser Bohrer hier die ganzen Bauwerke und Katakomben kaputt macht. Aber was soll man machen? So, auch die Action-Szene ist wieder vorbei. War aber auch ziemlich actiongeladen, ne? Es rieselt etwas Schutt, aber ansonsten ist hier alles tot. Alles tot. Ich sehe nichts, aber von dem kann auch nicht viel übrig sein. Verstanden. Weiter Ausschau halten. Bestätigt.
Ich zeig dir mal, was von mir übrig ist. Und ich zeig dir gleich mal, was von dir übrig bleiben wird. Nicht viel. So, du bist weg. Was hat er so blöd geplatscht? Hast du da gerade... Nein. Egal. Wir gehen hier durch die Katakomben, wo es wahrscheinlich unglaublich stinkt, aber das ist mir egal. Zum Glück gibt es noch kein 4D-Gaming. So, gib mal Gummi. Chaka. Da rennt schon wieder einer. So, hier werde ich zweifellos entdeckt. Hier werde ich nämlich immer entdeckt. Ich habe es noch nie geschafft, hier wirklich gut durchzukommen. So, warten wir einfach mal, bis der Typ hier... bis der abhaut. Und dann killen wir den Typ hier. Und dann sollte es eigentlich keiner merken. In der Theorie. In der Theorie. Sollte dieser Typ hier auch mal weglaufen. Tut er aber nicht. Das ist natürlich cool. Ja, was machen wir denn da? Das ist jetzt kein Witz. Was machen wir denn da? Okay, ich warte jetzt noch 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hurensohn. Kommst du jetzt vielleicht? Ja, jetzt kommst du, weil du keine Ahnung hast, was abgeht. Guck mal. Ging das zu schnell? Hm. Oh, jetzt haben sie mich gesehen. Das ist aber blöd. Dann nehmen wir mal unsere Waffe hier. Hallo. Den Typ haben wir abserviert. Der Typ hat mal ein bisschen ein Sieb in der Brust. Der Typ hat ein Loch im Kopf. Und der Typ da hinten, was kriegt der? Wahlweise auch ein Loch im Kopf. Dankeschön. Es platscht aber ziemlich, wenn du dich da fallen lässt. Kannst du dich nicht irgendwie normal hinlegen, wie jeder andere Mensch auch? Na egal, wir warten mal, bis es hier nicht mehr so pocht und wabert. Und dann geben wir dem die volle Ladung. So, der Typ hat seinen Zielschein hier wieder im Lotto gewonnen. Oh, das ging in den Unterleib. Das tut mir leid, Kumpel. Aber du kriegst gleich noch ein bisschen was dazu. Hier. Und du da hinten, ey. Du schießt ja aus der Hüfte. Richtig cool und fresh. Solltest es... Hat der einen Headshot überlebt? Der hat einen Headshot überlebt. Wie hat er denn das gemacht? Den Trick musst du mir bei Zeit mal zeigen. Ich gebe dir meine Handynummer. So. Ich denke, das war's auch für den. Ja, ne? Dann können wir frohen Mutes weitergehen. Nehmen wieder unsere schöne Schallgedämpfte. So, jetzt kommen wir wieder zu einer epischen Sache hier. Ich werde ihm gar nichts sagen. Das werden wir ja sehen. Das ist Tedworth, den wollen wir retten. Und den Typ hier werden wir die Erlösung geben. Hier, du wirst wahrhaftige Erlösung erfahren mit James Bond. Lass dich gehen. So, der Typ hier wird die Erlösung auch mitbekommen. Allerdings auf eine unschöne Art und Weise. So. Und du natürlich auch. Schön von hinten. So wie es sein muss. Und du schießt mich ab, du Penner. Kriegst du voll ins Maul. Hilfe, Mister. Helfen Sie mir, bitte. Ich helfe dir. Wer war das? Bernin. Sein Name ist Bernin. Er wollte meine Forschung. Meine Formeln. Für Biowaffen. Ich muss sie herausholen. Ich schaffe es nicht. Der einzige Ausweg heißt Klettern. Aber es ist nicht zu spät. Retten Sie Tedworth. Seht ihr, habe ich doch gesagt. Biowaffen. Es geht immer um Biowaffen. Übrigens, wenn irgendjemand von euch weiß, wieso dieses verdammte Spiel Bloodstone heißt, dann bitte schreibt's mal in die Kommentare rein. Ich habe keinen Plan, wieso dieses Spiel Bloodstone heißt. Hier kommt nichts vor, was irgendwie Bloodstone heißen würde. Und wenn damit diese Biowaffen gemeint sind, dann ist es ziemlich schlecht rübergebracht in dem Spiel, wollte ich nur mal sagen. Und es liegt nicht daran, dass ich die Cutscenes immer wegdrücke. Ich habe die mir beim ersten Mal durchspielen nämlich tatsächlich angeguckt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das kann er ja gar nicht wissen, weil er immer die Cutscenes wegmacht. Aber gut, was soll's, ne? Das ist nur ein gut gemeinter Rat. Ich gebe dir gleich mal einen gut gemeinten Rat. Du verziehst dich, sonst kriegst du ein Loch in den Schädel. Aber da die Leute sowieso nie auf mich hören... Wer nicht hören will, muss fühlen. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Und deswegen werde ich die zwei Typen auch nicht ausreden lassen, sondern ihnen gleich die Abreibung geben. So. Damit haben wir Fred und George aufgeweckt. Das ist natürlich schade. Kriegt gleich mal eine Kugel in den Kopf. Das hier ist Rüdiger. Der war auch mit den drei unterwegs, mit den zwei unterwegs, Entschuldigung. Aber den konnte ich auch noch nie leiden.
Und deswegen kriegt er auch ein Loch in den Schädel. Einfach, weil ich gute Laune habe. So. Ihr habt alle eine bessere Position als ich. Haha. Und trotzdem mache ich euch alle fertig. Ja, ja, ja. Das war wieder der Super Bomberman. Der kriegt auch gleich eine Kugel. Hallo. Super Bomberman auf effiziente Art und Weise ausgeschaltet. Hey, was liegst du so rum? Flack doch nicht so, Penner. Gut, Leiter, was könnte man damit machen? Man könnte sie erklimmen. Hm, ich bin so klug. Da hat die Stimme gefehlt. So, kurz räuspern und dann geht's wieder weiter. Bei diesen paar Typen. Alter, sag mal, was habt ihr für Handfeuerwaffen, wenn die so reinhauen? Vier Schüsse, drei Kopfschüsse. Recht gute Bilanz eigentlich. Ich wünschte, ich wäre so gut in Battlefield oder in Call of Duty. Ich habe kein Call of Duty, aber ich wünschte, ich wäre so gut in Call of Duty. Ah, du versteckst deinen Kopf hier hinter dem Rohr. Na, dann kriegst du es voll ins Bein. Ins andere auch noch. Und dann nochmal ins Bein. Na komm. So. Schieße einem Gegner oft genug ins Bein und der stirbt trotzdem. Das ist relativ logisch. Zumindest in Computerspielen. So, wir wechseln kurz die Deckung. Oh, falsche Richtung. Damn it. Dann wechseln wir nicht die Deckung, sondern laufen. Ah, wieder so ein super Bomberman. Ah, sind die alle untalentiert. So, wieder schön das Mark-and-Target-System benutzt, das von Splinter Cell geklaut wurde, aber gut. Ich weiß gar nicht, was zuerst rausgekommen ist. Bloodstone oder Conviction? Tanner, was wäre jetzt mal interessant zu wissen, Moment, wer hier von wem geklaut hat. Hier haben wir ihn, Bernin. Ein kleiner Fisch, ein Mittelsmann. Wenn er die Forschung von Tedworth hat, behält er sie sicher nicht lange. So, jetzt kommen wir gleich in einen Bereich, wo unglaublich gefoltert wird. Wir hören ihn schon im Hintergrund ganz leise schreien, was ein Elektroschocks dir oder ja, durch seinen Körper gejagt bekommt. Es klingt aber eher so, als würde er niesen. Gesundheit, mein Kumpel. Alter, das klingt nicht gut. Ich mach dir mal eine Suppe. Wie ist das Passwort für das USB-Laufwerk? Wie kann ich den Code knacken? Halt! Stopp! Ich sag's Ihnen. Ich sag dir, wie du den Code knacken kannst. Danke. Boom. War doch klar. Tötet ihn! Dann raus hier! Es war so klar. Jetzt können wir auch überspringen, da kommt eh nichts mehr. Und jetzt kommt eine epische Verfolgungsjagd. Und wenn ihr euch denkt, was ist das für ein abgeranzter Wagen, den James Bond da fährt? Das ist kein abgeranzter Wagen, das ist ein Aston Martin DBS, das ist ein Klassiker, ihr ganz Banausen. Geben Sie Bescheid, wenn Sie den Sichtkontakt verlieren. Mach ich. So, gute Fahrengine wieder. Die können wir mal benutzen. Wodurch man immer, aber grundsätzlich immer den Anschluss verliert, wenn man die Handbremse zieht. Deswegen benutze ich immer nur die S-Taste zum Bremsen. Aber gut. Übrigens, richtig cool an britischen Wagen. Die haben alle das Lenkrad rechts. Weil die alle irgendwie links fahren. Weil sie irgendwie alle, keine Ahnung, auf rechts nicht so stehen, kann ich ganz nachvollziehen. Wobei man das von Deutschen eher erwarten würde als von Engländern, weil Engländer ihren Kaffee sowieso immer um 10 trinken und ihren Tee um 4. Aber gut. Die jagen auch wahlweise gerne mal so ein paar LKWs in die Luft. Das ist überhaupt kein Problem für die Engländer. Die machen das alle so locker lässig aus dem Hüftgelenk. Chaka, die jagen auch mal eine ganze Tankstelle in die Luft. Einfach so vollkommen unmotiviert, weil es Spaß macht, weil es Laune macht. Und fahren durch irgendwelche Tunnels. Ha, und der kann nicht fahren. Hallo, ich bin immer noch da. Wo will er hin? Er will offenbar zu den Docks 007. BMT 216A. Schön. Übrigens, die Musik, den Soundtrack finde ich richtig cool in dem Spiel. Echt gut getroffen und richtig gut den Stil von James Bond fortgeführt. Nur mal so nebenbei, dass hier auch ein bisschen ein informativer Grad rüberkommt und ich ein bisschen was Sinnvolles vermitteln kann. Und nicht nur solche Sachen wie Horst und Rüdiger haben jetzt ein Loch im Kopf. Aber sie haben halt mal ein Loch im Kopf, kann ich auch nichts dafür. Naja, doch, eigentlich kann ich was dafür, aber gut. Schöne Zeitlupenanimation, die irgendwie vollkommen verdeckt wurde von irgendeinem hässlichen Container.
Da hat sich ein Typ ins Wasser gestürzt. Hoffentlich kann er schwimmen. Das Seepferdchen hat er wahrscheinlich gemacht. Naja. Ecke nicht erwischt. So, ein paar Kisten. Was machen wir mit denen? Wir nehmen sie natürlich mit, denn Kisten sind super. So, jetzt gib mal Gas. Und... oh, rote Kisten. Die explodieren normalerweise, aber diese glaube ich nicht. Das wäre nämlich schon ein ziemlich großer Wumms. Also erfreuen wir uns daran, dass wir hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend driften können. Yay! Oh, lol, Alter. Seht ihr, das meine ich mit der Handbremse. Die Handbremse ist so dumm. Ich mag die nicht. Aber ich musste es euch ja beweisen, weil ihr glaubt mir das bestimmt nicht. So, jetzt haben wir wieder den Anschluss verloren. 100 Meter sind es jetzt noch ungefähr. Aber das holen wir locker auf. Das holen wir locker auf. Da vorne sind sie schon wieder. Das finde ich übrigens faszinierend gemacht. Man kann immer bis zu einer bestimmten Distanz aufholen und dann nicht mehr. Wenn ich jetzt 150 Meter weit weg bin, dann hole ich relativ schnell auf 70 Meter auf. Wenn ich dann die 70 Meter erreicht habe, komme ich aber nicht näher. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber gut, ist halt James Bond, ne? Das muss nicht logisch sein. Wenn euch das Schild da oben aufgefallen ist, übrigens ganz nett, da stand Go 007. Hey, mach mal Platz, du Penner. Da bin ich bis jetzt immer schön unten durchgekommen. Nur diesmal nicht, weil ich gegen diesen dummen Lastwagen gefahren bin. Naja, wir werden erstmal... oh, wir werden beschossen. Zack. Und wir fahren hier hoch. Hui. Na, wenn er das überlebt hat, dann ist er definitiv James Bond. Ja, ist er. Was für ein Zufall. Okay, bla bla bla, Ladescreen. Kann man wieder schön einen Schluck trinken. Kann ich nur empfehlen. Einfach mal was trinken, das ist echt super. So. Weil wir natürlich James Bond sind und immer überleben, haben wir auch das überstanden. Bond? Hören Bond. Sie mich? 007, bitte kommen. Ich kann gerade nicht, du Penner. Tenner, verstehst du? Ha, Penner, Tenner. So, der Typ erwartet jetzt... oh, komisch, die Tür ist weg. Hm, komisch, aber überhaupt kein James Bond da. Und kein anderer Penner, der sich von mir wegschießen lassen will. Also hauen wir dir erstmal genüsslich in deine Männlichkeit. Und den hauen wir auch noch um und haben... wo habe ich die Waffe her? Na egal, habe ich den Typ wahrscheinlich abgenommen. Jetzt kommen die Typen mit den großen Wummen übrigens. Da kommen sie aus dem Helikopter. Aber den Typ machen wir uns erstmal zu eigen. Bam, weg ist er. Und den Typ hier natürlich auch. Hallo. So, das war's für dich. Wir warten mal kurz, bis wir nicht mehr ganz so K.O. sind.